Freunde, und willkommen zu einem weiteren The Witcher 3 Wild Hunt Part hier auf meinem Kanal. Und zwar der 32. Part. Und zwar hat uns Triss gebeten, dass wir sie in ihrem Versteck treffen. Es sei wohl was sehr Wichtiges, und darum kümmern wir uns jetzt. Erstmal erledigen wir hier Hurensohns Männer. So. Also Hurensohn Junior, so heißt der Typ, den wir verprügelt hatten. Er hat es sich bequem gemacht. Meine ganzen Fußböden. Ja, natürlich habe ich mir das hier bequem gemacht. Was denkst du denn? So. Wo ist denn die gute? Ganz oben. Na dann. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Ja, natürlich. Ja, Geralt? Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Lass mich helfen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht allein machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. So machen wir das. Dann mal los. Da bin ich ja mal gespannt. Nach den Fischpreisen auch noch fragen. Das braucht ihr nicht, danke. Trinken ist für euch sowieso ungesund. Hehehe. Dann wollen wir uns mal beeilen. Wieder welche, die hier Ärger wollen. Lauern mir hier einfach so auf. Ich glaube wohl, es hackt. Ich hack das Schwert mal weg. Der Fischmarkt. Ah, wir sind gleich da. Sehr schön. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Hallo. Ja? Ich habe gehört, hier gibt's frische Forellen. Billig. Was? Forelle? Fängst du eine Bachforelle? Dann beißt sie dich auf der Stelle. Verstehst du? Sie zeigt's dir, Mann. Na gut, der ist es nicht. Bist du es ja, der wird sein. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet. Ja, wer ist es? Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten, glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Ja, wo sollen wir denn hingehen? Hier lang. Es ist nicht weit.
Ja, dann beweg dich. Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herren Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herren Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbut. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbut fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihalds Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann kommst du mir. Mochte er schon im ersten Part nicht. Richtig lustig. Jetzt muss er schon wieder ein Wams anziehen. Erster Part, erinnert ihr euch, haben wir auf König M hier getroffen. Musste er sich auch umziehen, Haare schneiden, rasieren. Hat da alles keinen Bock drauf gehabt. Hätte ich aber allerdings auch nicht. Gut, da vorne ist gleich der Laden. So, komm her hier, wir brauchen ein paar Sachen. Na, wo ist er? Hä? Ist er gar nicht am Start oder was? Na, hier ist der Typ. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen?
Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Eine Fuchsmaske. Gut, komm, wir kaufen alles. Ein warmes, elegantes Hemd von Skellige. Tonika. Wir holen mal das hier mit. Brauchen wir die Hose noch dazu. Und die Hose. Und die Schuhe. So. Bis dann. Ach, wir sollen uns gleich umziehen. Ja, gut, komm. Dann machen wir das mal. So, ich denke mal, die Fuchsmaske bestimmt auch. Ach, von Triss. Wolfsmaske. Ja, wir nehmen die Vogelmaske. Jawohl. Ja, wir bringen Triss schon noch die Fuchsmaske. Kein Problem. Nimm mal ein Reiseschild. Eine Schnellreise zu ihr hin. Würde Zeit sparen. Überschüssiges schneide ich natürlich wieder raus. Da sein. Jawohl. Der Graue schon wieder. Ihr geht schon den ganzen Tag zu dem Taubenschlag. Na, der Graue frisst euch auf. Wo ist die süße Maus? Sie ist ganz oben. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Mag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Ja, natürlich.
Und schon Guten sind wir Tag, da. Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelhut. Die Einladung bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herren Wegelhut im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Dann mal los. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Ah. Na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht Hallo, der Vivian. Einzige Mann. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Er ist ein Baronet. Der ist besoffen. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Gehen wir, Triss. Ich will keine Szene. Vivian! Hey! Was hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Der kann echt nicht mit Frauen umgehen, der Typ. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Der kriegt gleich eine, der Typ. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Ich bin ein Kraken! Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch... Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Was ein Arsch. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähle dir die Geschichte ein andermal. Na gut, weiter geht's. Sehen wir uns um. Oh, ein Gewinnturnier. Ja, da will ich mitmachen. Gregor, hast du Derkov gesehen? Vor ein paar Augenblicken? Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. General Voorhees? Gerald von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Wie immer ein Vergnügen. Das ist... Eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Natürlich, mein Herr. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkov suchen. Euch einen schönen Abend. Jo, danke. So, wen müssen wir denn hier ansprechen? Dinia. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir... Ja, bei diesem Gewinnturnier, da müsst ihr unbedingt gewinnen, weil die Karten, die kriegt ihr nicht noch einmal. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Ein Spion, zwei Spion und Cirilla, ja, sehr schön. Komm, der kann weg. Die kann weg. Ah. Na, vielleicht bringen uns die Spione ja was.
wieder nur eine Heldenkarte. Ob er passt, weiß ich jetzt nicht. Spiel die Achter mal aus. Warte mal, wir sind auf 14 plus 26. Das heißt 1, 2, 3 Karten müssen wir einsetzen, dann wären wir auf 7. Na gut, pass auf, so doof bin ich nicht. Und eine Menge hat er ja schon rausgekloppt. Ja, die hätte er ruhig mal vorher ausspielen können. Ja, Alter, übertreib doch nicht. Ja, gut, er passt. Er passt, er passt. Dann, warte, das sind 12. Ja, gut, komm. Kann man dann trotzdem noch eine Karte mehr als er, zum Glück. So, schon mal 15 plus. Er cheatet sich erstmal zwei Karten. Unfassbar. Als ob mich das stört. Ich hoffe, wir gewinnen das. Hab echt Bedenken dabei. So, wir sind auf 40. Hey, er spioniert sich noch mal was. Daumen drücken. Nein! Ja, Mann! So wollte ich das haben. Sehr schön. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Dein nächster Gegner, Graf Gomo Seeling. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätz ihn nicht. Unentschieden. Ja, krass. Wieder nur ein Scheißblatt, ey. Toll, was soll ich mit gutem Wetter? Kann ich mir auch nichts von kaufen. Ah,
Also, jetzt müssen wir den mal packen. Als ob. Nervt. Musste ich jetzt machen. Ja. Immer diese Cheater. Ja, ist klar. Mit dem Spion jetzt mal von einer Heldenkarte. Natürlich nicht. Warum auch? Bin ja nur ich. Bumm, 32. Hahaha, hat er sich so gedacht, pass auf. Bumm und 38, komm. Schafft er nicht. Geschafft. Sehr nice. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Herr Marius Florin, sein Amulett aus Zeugeknochen lässt ihn angeblich immer gewinnen. Natürlich könnte ich das kommentieren, aber... Ja, Freunde, an der Stelle hören wir auch schon auf und sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein.